In dem Vortrag ging es ja darum, wie man seine Lebensziele erreicht als solches. Das ist wie ein Lebensprojekt. Das ist wie ein Projekt, das ich beim Kunden mache, mit deren Kundenthemen. Und diesmal mache ich das für meine eigenen Themen, für meine eigenen Lebensziele. Da habe ich auch eine Meilensteinplanung mit ganz konkreten Eckdaten, die wir dann und dann zu erfüllen sind. Und besondere Prinzipien, die im Business gut gehen, die aber auch im privaten Leben gut gehen. Fokussieren auf das Wesentliche, stille Stunde zu haben, zu visualisieren, zu korrigieren, den eigenen Stil, den man hat. Die ganzen Prinzipien, die im Business laufen, die anwenden für das eigene, optimale, erfüllte Leben. Nutzen wäre zum Beispiel, wenn man lernt, gelassener zu sein, ruhiger zu sein, vom Denken her gesehen, mehr auf den Alpha-Zustand zu kommen. Da ist meine Performance ganz anders. Wenn ich eine tiefere Atmung habe als solches, ich kann mental relativ schnell umswitchen, dass jemand, der mich richtig emotional berührt in stressigen Situationen, dass ich sofort runterkommen kann, den kühlen Kopf einschalten kann, um dann nur im Sein die optimale Performance zu fahren. Und das haben wir im Differenzmanagement.